Moin Moin und hallo und willkommen zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps Teil 9. Moment. Bild ich mir gerade ein oder ist das Spiel gerade ultra leise? Doch nicht. So, 68%. Dabei gefühlt das Spiel schon fast durch. Okay, wenn man jetzt nicht 100% macht und die ganzen Sidequests macht, ja. So, letztens habe ich da hinten ja alles... Ups, das wollte ich nicht so machen. Habe ich ja hinten alles erledigt gehabt. Und... Entschuldigung. Hier unten, Luma Puls. Hab's ja hier unten nochmal probiert, was nicht funktioniert hat. Heißt, ich muss hier oben jetzt endlich alles. Hier kann ich ja endlich weitermachen. 90%, 95%, 94%. Oh yeah. Warte, wo muss. Das hat mich eine Menge Leben gekostet. Jetzt die Frage, habe ich die richtigen Charts eingestellt? Triple Jam, Bounty, Spirit Search und Ultra... Ups. Frage, wie viele Charts habe ich denn? Wie so viele Quest-Items noch. Aber die Wisps hier habe ich schon alle zusammen. Was sind das? Ach, das sind die Quests, die ich alle gemacht habe. Glaube ich. Wie komme ich da nochmal hoch? Nicht. Achso, ja, okay. So war das. Jetzt ernsthaft? What? Wie hab ich's da hochgeschafft vorher? Seriously? Okay. Das wird langsam knapp. Ja, oh ja, ja. Echt voll mies, dass ich diesen Part hier alles schon gemacht habe. Naja.
Was ist das für komische Dinger, die da Statuen, ey? Ach, ich hab schon 7000 irgendwas, also. Windtorn Runes. Das sieht echt schick aus. Faszinierend. Oh, für jeden Spirit Tree gibt es ein Licht und für jedes Licht einen Baum. Ich muss sagen, die Gemälde oder die Wandverzierung, wunderschön. Ach so, der Baum wurde zu alt. Und deswegen, ja, okay, wirklich toll finde ich das jetzt eigentlich nicht, dass einfach nur, weil der Baum zu alt war, dass der ganze Unglück passiert ist. Das heißt, jedem Wald geht es demnächst so, weil die sprechen ja von mehreren Bäumen. Also wir hatten jetzt Nibel und Niven. Das heißt, in jedem anderen Ort, wo diese Lichter und diese Bäume existieren, ja, wird es das gleiche Schicksal erwarten. Na toll. Entschuldigung, wollte da jetzt. Das ist jetzt sehr detailreich, wie alle Lichter zugrunde gehen. Endlich lernt man ein bisschen was Hintergrundgeschichte, ey. Ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Das wird später so eine wieder Escape-Ding sein. Jetzt mal ganz nebenbei, ich sehe ja bei ganz vielen anderen Let's Playern, egal ob Englisch, die meisten spielen es ja eh auf Englisch, außer die ganz faulen, die lesen immer vor, wo ich mir denke, ey, jeder kann auch für sich selbst lesen, oder soll ich wirklich den Sinn machen und den Scheiß vorlesen? So, ja, okay, ich scheiß es nicht, aber vielleicht in dem nächsten Let's Play fange ich an, alle lesen. The light will be whole once more. Okay, hier kommt später irgendwas durch. Sieht echt schön aus hier. Yo.
speichern wir hier mal. Seriously? Habe ich hier gerade irgendwas verpasst? Ach, das hätte ich kaputt machen müssen. Mir gerade eben das aufgefallen, die Geräuschkulisse ist echt cool. So, als würde man auf Sand und dann zerbrochenen Tonscherben laufen. Alle wieder beieinander. I am Seir. 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 Oh, oh, oh. What the? Sind wir hier bei Dune oder was? Oder bei, Raketenwürmer hier? Oh je. Wie heißen die? Bei Tremors, die Raketenwürmer. Hui! Ui, 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 ui. Es hat mich erwischt. Ey, wie kann ich mich so dumm anstellen? Seriously? Ey, seriously? Oh. Alter, so schwer ist diese Sequenz doch nicht. Ich stelle mich so dumm an, teils. Ich meine, es ist eh stinkegal, weil das Ding wird mich eh einholen, also macht es keinen Sinn, mich da so ultra zu stressen, aber...
Na! Ich hab's geschafft! Nach dem millionsten Versuch! Oh. Achso, ich konnte schon losgehen. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Das ist aber auch echt schwer. In diesem Spiel ist halt Animation und Zwischensequenz halt, also Spiel und Zwischensequenz exakt gleich. Ich meine, das Licht ist wieder da, aber ohne Baum. Oder können sie den Baum wieder zum neuen Leben erwecken? Also jetzt müssen wir das Licht dahin begleiten, obwohl das Licht selbst fliegen kann. Willow, ist das ein anderes Wort für Baum? Ich bin gerade echt dumm. Ich meine schon. Oh, okay. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall da wieder zu dem Baum zurückbringen. Ach ja. Okay, ich habe es jetzt gerade nachgeguckt. Willow ist einfach nur ein Felderbaum. Oder sehr veraltet. Weide? Weidenholz? Whatever. Wait. Ja, ist korrekt. 98%? Willst du mich verarschen? Da unten war was. Ich teleportiere mich einfach darunter, damit ich das Ding jetzt kriege. Wie kommt es, dass ich das nicht gesehen habe? Oh, ja. Achso, doch nicht. Ja, du, das habe ich auch nicht gesehen, weil ich einfach an diesem Ding vorbeigejumpt bin, oder? Oder ist es vorhin erst kaputt gegangen? Es ist vorhin erst kaputt gegangen. Ich konnte vorher da noch gar nicht hin. So, will ich mir diese Dinger noch schnappen? Nee. Hier war ich auch nicht. Kann ich dem jetzt irgendwie was zu trinken geben oder nicht? Hier muss jetzt hin. Ich wette, ich habe das Spiel bald durch und diese ganzen anderen Dinger kann ich erst nach dem Spiel machen. Kann das sein? Nevermind. Erstmal hier hin. Falls das wirklich will, wissen, was da unten ist. Auch hin. Oh. Hallo, verstoßene Vogel. Das Licht verängstigt ihn. Es hat ihm wehgetan. Es hat die Hörner kaputt gemacht. Thank you.
so energievoll, dass die jetzt hier so ein Windkanal stand. Das ist echt krass. Ach, hier vorher konnte ich gar nicht hin, weil ich ja diese Dinge-Sequenz hatte. Und, ach ja, dieses mit dem Sand hatte ich auch nicht vorher. What will I find here? Okay, Sekunde, ich habe eine Nachricht bekommen. So, sorry, ich will die auch. Wie komme ich da jetzt nochmal rüber? Ist ja nicht so, als ob das jetzt so easy wäre. Achso, oh. Das sind grüne Pflanzen. Ich dachte, das sind Stacheln. Weeping Rich. Oh. Ich war zu neugierig. Nein. Oh, fast nicht geschafft, ey. Zu neugierig. Hat hier nicht mal Damage gemacht. Jetzt, da ich eigentlich diese Fähigkeit mit Energie zurückkriegen, ist der Speer so effektiv, also zumindest gegen die normalen Mobs. Und jetzt? Was jetzt? Oh, Kopf gegangen. Oh. Links oder rechts? Wir gehen mal rechts zuerst lang. Was ist das? Oh, I'm a fire my laser. Alter, nein, please.
Ein Baum. Ein Baum. Sogar hier. Was kann ich denn jetzt bitte noch kriegen, bitte? Obwohl, da ganz hinten am Arsch der Welt gibt es doch auch noch einmal was. Also bin ich hier noch lange nicht durch. Ah, okay, jetzt. Jetzt dein Ernst? Nein. Nein. Gut, es ist ein bisschen anders als im anderen Teil, weil dann habe ich, da bin ich ja nur hochgesprungen. Und dann hatte ich auch die Fähigkeit quasi gehabt, durch Wände, also von der Wand weg zu dashen. Ich meine, jetzt komme ich damit zumindest auch an Orte, wo ich vorher zu kurz war, um diese Feuer Lightbursts zu benutzen. Aber wirklich. Knappe Sache, nicht noch öfter sterben, nicht noch öfter sterben. Ich weiß nicht, was da drüben ist. Komme ich von da drüben? Ich komme von hier. Oh. Fresse. Was ist das jetzt für eine Flüssigkeit? Brennt das? Ist das Säure? Oh, hey, Gravitation hier wieder richtig für den Arsch. Dankeschön. Es sieht nicht toll aus, was da jetzt runterläuft. As we Andrew near. Wieso heißt es das Ende? Haben wir jetzt irgendwie was verbrochen? Ich dachte, das, was wir tun, ist gut. Als ob jetzt auf einmal die Welt untergeht. Willow's End. Okay. Da hat sich was eingenistet. Aber die haben gesagt, der Baum ist einfach so gestorben. Nicht etwa, der Baum ist durch etc.
Ah ja. Sterbe ich an diese Blasen oder sind das auch so wieder gute Blasen? Die sehen sehr, sehr schlecht aus. Instant Death. Ah, das wird hier wieder ein Spaß werden. Ist sogar die Innenseite schädlich für mich? Katastrophe. Oh, ja, fürchterlich. Fürchterlich. Aha. Also quasi, wir sind jetzt ein Doktor und zerstören schön die Zysten in diesem Körper, die diesen Baum befallen haben. Ey, das war nicht eingebildet. Ich krieg ja wirklich Damage. Oh. Das heißt, ich kann nur auf das schöne runde Ding da. Nett. Hä? Nein! Jetzt im Ernst? Wieso zählt das nicht? Ich bin mir sowas von sicher, dass diese Blobs schlecht sind. Ja, garantiert schlecht.
Katastrophe. Da wollte ich ja gar nicht hin. Schlimm, ey, wo kommen diese ganzen Todeslaser her? Wird das Wasser jetzt endlich abgelassen? Also, das, was heißt hier Wasser? Das ganze schlimme Zeugs abgelassen, dass da nichts mehr rauskommt. Irgend so ein Gelee. Das erinnert mich an dieses Zeugs von Ghostbusters aus Ghostbusters 2. Also, mit der Musik muss ich echt sagen, also echt gut gemacht. So, wo muss ich jetzt hin? Mal zeigen die, wo was miteinander verbindet. Ach, da geht's doch noch weiter. Huch, okay. Heftig. Ach, ich bin hier vorhin gar nicht lang. Ich bin vorhin ganz anders lang. Was macht Lupo hier? Jetzt mal ganz noch schlimmeren Ort hättest du den nicht aussuchen können. Also vor allem den Winter. Also das im Winterbereich? Ganz gegen deine Natur. Aber hier? Jetzt hast du dich echt übertroffen. Ja, gib mir die Karte. Dankeschön, much obliged. Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine treuen Dienste. Uff, uff, uff. Okay, ich mache hier ganz kurz eine Pause rein. Dieser Speicherpunkt kommt sehr gelegen. I don't want to übertreiben. Das sind die ganzen Krebszellen hier, die wir hier noch alle zerstören müssen. Creep Hard. Hängt ein Creep, ja. Sehr nice. Das wird noch etwas dauern. Deswegen mache ich hier kurz eine Pause zwischen. Gehe auf Toilette, hol mir noch was trinken. Und dann bin ich right back. Also, be right back. Bis gleich.